herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Listen. Wir holen jetzt erstmal die Schätze für Patty und machen dabei ordentlich Kohle. Wir haben gerade in der Intro schon 400 Gold gefunden. Jetzt gehen wir mal erstmal zur Stadt runter, holen uns dort die eine Kiste. Und ich habe einen Tipp bekommen. Hui! Und zwar ein Tipp, was die Schwerter der Echsenkrieger betrifft. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon geht. Ich glaube, aber ich hoffe es, dass es jetzt schon geht. Und zwar, wir gehen mal kurz in die Stadt, und zwar zum Schmied. Dann zeigen wir dem mal ein so ein Echsenschwert, folgt uns das Video ein. Dann zeigen wir dem ein so ein Echsenschwert, was wir jetzt für eine Echsenkrieger gekriegt haben in der letzten Folge. Und ja, dann müsste der theoretisch anfangen, über Obsidian zu reden. Und wenn wir dann Glück haben, können wir uns ein Schwert aus Obsidian machen. Das ist wesentlich stärker. Ja, also ich gehe aus zwei Gründen jetzt quasi erstmal wieder hier runter. Also ein Obsidian-Schwert wäre schon... Ich glaube, unser jetziges Schwert hat wie viel Damage? Ach, das sieht man, oder? Unser jetziges Schwert hat 35. Ich glaube, das Obsidian-Schwert hat 50. Also nochmal 15 mehr. Das wäre natürlich echt gut. Für das brauchen wir auch Stärke. Oder brauchen wir dann noch Geschicklichkeit? Für einen Bogen brauchen wir Geschicklichkeit, damit er Damage macht. Wenn man den anlegen kann, dass er Damage macht. Bei der Armbrust, weiß ich nicht. Brauchen wir da das U? Geschicklichkeit? Dann müsste ich mich ja bis zur nächsten Folge schlau machen. Wenn man da auch Geschicklichkeit braucht. Auf der Armbrust, damit die einfach stärker ist. Damit die noch stärker wird. Bei Stärke geht das Schwert, je stärker wir sind, umso stärker wird auch die Hiebe des Schwertes, umso mehr Damage machen wir. Bei der Armbrust zählt das ja aber nicht. Da brauchen wir bestimmt Geschicklichkeit. Das will ich immer mal gucken. So, hier ist der nächste. Nummer 200 Gold. Und noch ein Brief. Damit sich auch in Zukunft niemand mit meinem Gold zu schaffen machen kann, stelle ich tödliche Fallen auf, die jeden auf Anhieb töten, der versucht, meine Schatztruhen zu öffnen. Dieser Trick war eigentlich immer Barnabas Markenzeichen. Dass er einmal selbst das gleiche Schicksal wie seine Opfer erleiden würde, wäre ihm sicher im Traum nicht eingefallen. Da fällt mir eigentlich gerade im Inventar gesehen, wir haben auch das Buch des Kämpfers. Der eine in der Burg oben wollte das ja haben. So, mal schauen, wie wir das machen. Nochmal eine Burg, wir müssen also sogar nochmal auf. Da könnte man dem das ja theoretisch nochmal geben. So, ich will mal kurz zum Schmied gehen. Dann gehen wir zur nächsten Kiste. Gucken, ob das geht, wenn wir ihm das zeigen. Das ist ja er hier. Ah, hier, hast du so ein Schwert schon mal gesehen? Echsenschwert zeigen, genau. Hast du so ein Schwert schon mal gesehen? Lass mal sehen, ich kenne dieses Material. Das ist Obsidian. Damit habe ich auch schon mal rumgespielt. Aber ich hätte nicht gedacht, dass man daraus auch Schwerter machen kann. Bei meinen Versuchen war der Rohling immer zu spröde und ist beim ersten Hieb zersplittert. Moment mal, siehst du das hier? Ich glaube, das sind Spuren von Gold. Vielleicht ist das die Zutat, die dem Schwert die nötige Biegsamkeit verleiht. Dann kannst du mir also auch Schwerter aus Obsidian schmieden? Mit den richtigen Rohstoffen kann ich dir zumindest Rohlinge machen, die du selber schmieden kannst. Haben wir denn genug? Du brauchst Obsidian. Und Gold. Ich mache dir einen Vorschlag. Du bringst mir Obsidian und Gold und ich mache dir daraus Schwertrohlinge. Hoffentlich haben wir noch genug, ey.
Ich habe Obsidian für dich. Willst du tauschen? Gib mir Obsidian für ein Einhandschwert. 8 Obsidianbrocken, 10 Gold. Gib mir einen Obsidianbrocken für ein Einhandschwert. Ja. Super. Jetzt können wir eines schmieden. Glühende Obsidian-Rolling. Oh, das sieht richtig geil aus. Zeig mal her. Geh da weg. Ich hau dich. Ich klatsch dich um. Ich sag das, ich hab gerade ein Obsidian-Schwert in der Hand. Ah, na komm schon. Beweg dich. Ah, jetzt. Ja, das ist scharf jetzt, aber. Das sieht ja geil aus. Gute Arbeit. Lass sehen. Da ist es. Obsidian-Schwert. 50 Klingenschaden. 35. Also, na, das ist schon eine ganze Ecke besser. Sehr schön. Juhu. Haben wir uns auch schon mal ein neues Schwert gesorgt. Sehr gut. So, jetzt. Ach, halt. Müssen wir hier gucken. Gehen raus, gehen erstmal zur Vulkanfestung hoch, dann gehen wir in den Wald und dann bis runter zur Insel. Der Insel dort hinten waren wir ja auch schon mal. Da gab es noch diesen Riss da drinnen, wo man reinspringen kann. Da will ich aber nicht reinspringen. Bitte paar mehr, wenn ich da reinhopse. Aber könnten wir mal da reinhopsen, das könnten wir schon mal machen. Ne? Huh? Achso, Autosave. Hast du eigentlich noch was? Lass uns handeln. Nee, da hat nichts mehr. Na gut. So, jetzt geht's direkt hoch zur Vulkanfestung. Da oben soll ja auch noch irgendwo was sein und wir können gleich noch das Buch abgeben. Das ist auch eine Quest. Es tut mir immer noch ein bisschen leid, dass wir die unten weggeschnitzelt haben. Schade, dass hier nichts mehr ist. Jetzt haben wir ein schickes schwarzes Schwert. Gut, die Ex-Menschen kämpfen ja auch damit. Der Vulkan. Der rumort langsam, ne? Ei. Nee, das ist mal jetzt knallt noch. Das wäre natürlich heftig. So. Oh. Noch ein Echsenmensch. 2. Hilfe, ich brauche einen Trank. Ein Trank! Keine Heilung, ey. Oh, die greifen übelst schnell an. Übelst heftig.
Aha. Oh, wieder ein Teleportstein. Yeah. Das heißt, zwei Hand. Wegen zwei Hand, die halten die in der Hand, ey. Puh, übel. Echsenmenschen, 9 Gold. Wahnsinn. Die sind echt heftig, dass wir irgendwo schon noch Tränke dann kaufen können. Kaufen sollen. Kaufen müssen. Ich habe jetzt von denen einen Teleportstein gekriegt, ne? Wo ist denn das hier? Habestadt, Osttempel, westliche Ruinen, Militärfestung, südliche Ruinen. Also sind die von hier gekommen? Wie sind die denn da vorbeigekommen, bitte? Naja. Ach ja, Reiselust. Und noch mit. Hier prappelt doch jemand. Na gut. Das ist eine große Heilpflanze. So, dann gehen wir erstmal kurz hoch zur Festung und dann suchen wir mal dort drüben. Vom See aus wahrscheinlich. Ja? So, mal gucken. Das ist ja nahe beim See, also irgendwo beim See hier muss es sein. Aber die Festung ist schon cool. So, wo war der Typ, der das haben wollte? Der war oben irgendwo, ne? Und da war hier oben und jetzt hinter, ne? Ja, genau. Hinten war da drin. Was kannst du mir beibringen? Hä? Ich hab doch den zweiten Buch. Das will er wohl dann gar nicht, oder was? Ist ja doof. In der Schule, in den Truhen waren wir glaube ich schon drin, egal. Ach, da will das Buch gar nicht haben. Ich dachte, da will das Buch haben. Dann nicht. Holen wir uns jetzt die Kiste. Der Weg ist immer das, was die Folgen dann immer so macht. Das kann ich aber ohne ändern. Irgendwo beim See. Irgendwo da drüben. Hinten irgendwo. Irgendwo hier. Gerade hin, bei Baum oder bestimmt, hä?
Hier unten bestimmt. Ah, hier sind Echsenkrieger. So gehen die gut down. Überall Bolzen. Oh. Teleport Nordtempel. Okay. Aber noch ein Teleportstein gekriegt. Ist da noch ein Ex-Mensch drin? Sind eigentlich immer zwei. Einer alleine ist komisch. Ist einer alleine gewesen. Oh, da muss alleine hier Wache schieben. Ich mich aber satt. Hier bauen wir schon. So, hier unten. Den kleinen Vorsprung hier. Da unten ist es doch. Hoppala. Aua. Ach ja, eine Heldenkrone haben wir hier noch. Gibt's noch mehr? Ach. Krass. Guck wieder, Levitation. Aha. Damit sollen wir hier bestimmt wieder runter. Oder hoch, je nachdem. Müssen wir mal gucken. Achso, hier. So. Jetzt holen wir uns noch das Grab. Na los, hol raus die Kiste. Ah, zack. Aha, was haben wir hier? 250 Gold. Sehr schön. Noch zwei Stück fehlen. Ich vergrube 6 Schatztruhen in den Gräbern. Aber nur ein Grab enthält mein wertvollstes Hab und Gut. Der Gold war der schwerste von ihnen. Der Karl wuchs so viel wie 2 ausgewachsene Wildschweine. Für die Truhe war aber kaum noch Platz. Die Meuterer 2. Ah, okay, da hatte die Meuterer begraben und hat dann seine Schätze damit hingepackt einfach. Okay. Können wir wieder hoch? Nee, wir brauchen eigentlich gar nicht hoch, wir müssen runter. Ich sehe aber eine Kugel der Levitation, oder so. Kann ich die Kugel nicht mitnehmen, ey? Levitation! Hallo, meine Freunde! Das ist cool. Okay, das ist cool. Na, Freunde, wie geht es euch? Ich berühre nicht mal den Boden. Ich bin erhaben. Das ist irgendwie cool. So, wo kommt es dir entgegengelaufen? Da kommt er so entgegengeschwebt. Hallo, guten Tag. Da guckst du nicht schlecht, ne? Da ist auch erstmal die Kinnlade runter. Coole Sache. Na komm. So. So, direkt in den Wald. Okay. Mir wird's gerade dunkel. Was ist das für diesen Spitzen da oben? Was ist das? Das sind doch keine normalen Berge, oder? So. Geradeaus. Immer geradeaus. Am Wildschwein. Noch ein Keiler, na gut. So,
Wir müssen. Ich muss den Weg runter. Oh, das ist noch ein Retry. Ich stecke mal eins dann, aber ich muss eigentlich die zwei drücken so weglegen. Da ist ein schwarzer Wolf. Der ist weggeschnetzelt. Achso, so ein Fell von so einem schwarzen Wolf. Ne? Ach nee, hier. Hier unten. Ach, hier oben bestimmt. Nee. Nee, 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 hier. Hier oben. Ach, hier oben bestimmt, hä? Da drüben an dem Boden. Okay, also mal oben rum. Ah. Die Truhe holen wir uns jetzt noch, würde ich sagen. Dann wird die Folge vielleicht noch ein kleines Stückchen länger. Holen wir uns jetzt noch. Und dann machen wir erstmal die Folge. Beenden erstmal die Folge, würde ich sagen. Kapula ist das Ding. Öffne den Schatz. Ein Trank. Ein Geschick gesteigertes Geschick dauerhaft um 5. 150 Gold. So, noch eine Kiste. Und die holen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.